Das ist ja gut. Das sollte ich mir mal merken. Schadenszauber, Beeinflussungszauber. Beeinflussungszauber, Schneesturm. Du bist ein... Was bist du denn? Wasserzauber. Woran sehe ich denn, was du bist? Achso, wahrscheinlich in dem Hintergrund, weil er blau ist. Ja, Primärzauber sind lila, Dunkelzauber sind schwarz. Schwarz und lila ist jetzt ein bisschen doof, aber okay. Ja, dann soviel zu der Geschichte hier vorne. Nee, Moment, wir brauchen immer noch das Erz hier vorne, wenn ich gleich wieder dran bin. Wir haben heute auch noch nicht gebaut. Rein in die Stadt. Wir können unsere Stadthalle ausbauen. Ja, damit. Wir brauchen eine Stadthalle, damit wir mehr Gold pro Tag kriegen. Und Runde von Player 2, der da hinten immer noch rumhängt. Ich sollte eigentlich mal seinen Helden checken. Noch ein Held. Wie geht's euch denn da drüben? Kann ich euch sehen? Ja, ich kann euch sehen. Und sogar eine relativ große Armee da drüben. Nicht ganz ungefährlich. Aber unsere Armee ist momentan besser. Wo wir diese komischen Liltis hier eingesammelt haben. Besucht trivial. Spiel, was würdest du denn hier, was würdest du mir anbieten? Du würdest mir keine Verluste anbieten, das finde ich gut von dir, Spiel, dann nehmen wir das. Da liegt Holz, das ich nicht gesehen habe. Drachenader. Okay, nehmen wir mit. Du bist auf dem Weg nach Hause. Nach Hause telefonieren. Trappe, trappe, sehr gut. Und dann weiterbauen. Nicht genügend Rohstoffe fürs Kapitol. Natürlich nicht. Dafür brauchen wir hier vorne die Magiergilde Stufe 2 endlich mal. Kostet doch nicht so viel. Kostet in erster Linie Ressourcen, wie immer. Das war bei Magiergilden eigentlich schon immer so. Was haben wir denn jetzt Neues gelernt? Wir haben jetzt... Erzmagie, Rang 2. Fügt der ausgewählten Feindkreatur zu Beginn ihrer nächsten drei Züge erdelementaren Schaden zu. Wassermagie Kältestrahl. Fügt einer ausgewählten Feindeinheit Wasserschaden zu. Magie aufheben. Dispel. Inneres Feuer. Steigert für drei Runden Angriff und Initiative einer Kreatur. Interessant. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Ich frage mich, warum wir eine neue Schule kriegen. Die Fraktion der Sylvaner hat keine verbotene Magierschule. Ach, das ist okay. Also wir haben eine grundsätzliche Schule, wir suchen uns eine Schule aus und es gibt scheinbar Fraktionen mit verbotenen Magieschulen dabei. Die wir dann optional bei manchen Rassen auch haben könnten. Ja. Den warten wir erstmal wieder, dass Player 2 da oben irgendwas macht. Ich höre Geräusche, wie er irgendwas einsammelt da hinten. Haben wir das jetzt? Haben wir jetzt. Ist hier sonst noch irgendwas gewesen? Ich kann es nicht so gut sehen, muss ich sagen. Nee, da ist nichts. Drachenstahl. Aha, du gehst wieder nach Hause, genauso wie beim letzten Mal. Dann kannst du erstmal wieder zu dem Steuereintreiber darüber gehen, falls gleich die neue Woche anfängt. Hallo Schattentun Link, herzlich willkommen im Chat. Und dann können wir wieder was bauen. Natürlich, wir können immer irgendwas bauen. So, jetzt können wir nämlich auf die Mondrehe theoretisch bauen, wenn wir das möchten. Ermöglicht das Bauen von Druidinnen. Ich glaube, die sind Range, wenn mich nicht alles täuscht. Also es könnte gar nicht mal schaden, Druidinnen zu haben. Neue Kreaturen. Also seid ihr Ranged? Halb. Ja, ihr seid Ranged. Finde ich gut. Finde ich gut von euch. Können wir später kaufen. Ah, der ist gerade in die Unterwelt runtergeritten, glaube ich. Vielleicht treffen wir hier vorne gleich auf irgendwelche lustigen Freunde. Freunde! Oh, wir haben Freunde gefunden! Guck mal, es ist Spieler 2. Gefahr trivial! Oh, süß. Kann man Schnellkämpfe gegen... Man kann keine Schnellkämpfe gegen nicht random Gegner machen. Ja, dann... Schlacht beginnen! Es wird Zeit für unsere erste Heldenschlacht. Heroes of Might and Magic 7 funktioniert nicht mehr! Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist. Ein Problem mit Closed Betas. Ja, ich hoffe mal, wir haben irgendwo ein Autosave. Ansonsten haben wir jetzt nämlich ein Problem.
Ja, Uplay, synchronisier mal deine Spielstände mit der Cloud. Das ist zu gütig von dir. Ja, bitte, ich möchte das Spiel bitte wieder starten. Schauen wir mal. Fragezeichen. Installation. Ich weiß nicht, ob das Spiel wieder Lust hat, wieder zu starten und wieder zu funktionieren, aber ich versuch's einfach mal. Ja, da kommt was. Ich sehe schon einen Bildschirm. Es lädt noch. 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 Es lädt übrigens noch. Oh, da ist es. Ubisoft. Limbic Entertainment. Unreal Engine. Heroes of Might and Magic 7. Lalalala. Lalalala. Es lädt noch. Es lädt übrigens noch. Dürfen wir? Ja, wir dürfen. Wunderbar, dann kann ich das Spiel jetzt endlich wieder dahin ziehen, wo ich es haben möchte. Dann gucken wir mal, wo der letzte Autosave ist. 20.05 Uhr, 20.16 Uhr, das ist gerade eben gewesen. Ist auf jeden Fall nett, dass er so viele Autosaves macht. Ja, offensichtlich wurde ich Data Drained. Es lädt noch. Es lädt noch. Es lädt noch. Ja, da sind wir wieder. Okay, gucken wir mal, was wir alles verloren haben. Nicht sonderlich viel, wie es aussieht. Sammelflagge. Habe ich die Sammelflagge beim letzten Mal überhaupt mitgenommen? Hier haben wir eine Sammelflagge. Ja, da vorne haben wir immer noch unseren Freund stehen. Hey. Dürfen wir gegen dich kämpfen oder will das Spiel dann wieder crashen? Oh, es lädt noch. Yay, wir haben fertig gelernt. Yay, wir dürfen sogar kämpfen. Wunderbar. Also einmal ist es uns tatsächlich gecrashed. Aber gut, es ist auch eine Closed Beta noch. Also Crashes sind jetzt nicht unbedingt etwas, das man nicht erwarten müsste. So, dann zentrieren wir erstmal wieder unsere Leute und auf in die Schlacht. Org. Wir taunten unseren Gegner, oder wir werden von unserem Gegner getauntet. Ihr vorne hier, ihr seid Ranged, ne? Ihr seid fliegend, ihr seid langsam und ihr hier unten, ihr seid die Kalbiere, genau. Was bist du überhaupt für eine Kollegin? Ich hätte mir vielleicht mal den gegnerischen Helden angucken sollen. Kann ich mir den gegnerischen Helden hier in der Schlacht angucken? Kann ich. Gloria, oh Gloria, ist eine Magierin. Oder sie ist relativ ausgeglichen. Ne, sie hat Magiekraft, okay. Magiekraft. Klingenmagier, um genau zu sein. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit einem Heldenangriff auf die lieben Ranged-Viecher da unten an und snipen mit der Balliste drauf, damit die Kalbiere uns nicht sonderlich viel tun könne. Oder zumindest nicht so viel, wie sie uns sonst tun würden. Ich wünschte, das würde zwischen den Runden nicht so lange laden. Ich frage mich echt, was der da lädt. Ihr lauft dahin, ihr lauft dahin, dann laufen wir erstmal hier hin. Hier hin. Ich will jetzt nicht in Schussreichweite der Kalbiere laufen, dass sie mehr Schaden machen. Also gehen wir erstmal hier hin. Ihr könnt. Wie kein gültiges Ziel. Ihr könnt hier bleiben. Baumriesen-Synergie! Wer ist dran? Achso, wir hatten Moral. Dann deffen wir halt einfach. Und wir snipen nochmal hinterher auf die Kalbiere. Nochmal minus 4. Und nochmal minus 2. Und das hier tötet ungefähr 16 davon. Bams! Okay, alle 26 tot. So viel zu den Kalbieren. Der gegnerische Held entscheidet sich für einen Feuerangriff und brennt auf unsere... Das war ein Feuerangriff gegen die Lilims, die ernsthaft die Feuerresistenz haben. Deswegen hat sie sogar mit 15 überlebt. Gute Arbeit, gegnerischer Held. Da hast du dir richtig was überlegt gerade. Ja, dann können wir jetzt anfangen, die gegnerischen Einheiten hier zu malträtieren. Wir sollten... Weiß ich nicht, sollen wir die Golems lieber dezimieren? Ich glaube, wir sollten die... Oder sollen wir erstmal die Viecher hier dezimieren? Die sind nur 19. Wir dezimieren lieber erstmal die Golems mit unserer Balliste. Pschum. Ja, zugegebenermaßen. Die Balliste muss ich auch noch selber nachladen. Da steht nicht mal jemand dran, der sie nachlädt.
Komm, können wir bitte. Zweiter Schuss und so. Es lädt. Hallo. Ah, danke. Yay, minus 2. So, dann. Weiter geht's. Töte 2. Ich würde sagen, wir machen das mal so. Luckshot! Bams, minus 4. Sehr gut, dann dreht er sich nämlich auch in die Richtung um. Und wir dürfen sogar nochmal ziehen. Was nicht ganz unfreundlich ist. Dann greifen wir aus der Richtung hier nochmal an. Und jetzt können die Kollegen hier von da angreifen. Voller Schadensmultiplikator! Was ist das denn für eine Angriffsanimation? Du sollst ja nicht mit deinem Unterkörper rammen, du sollst halt angreifen. Das ist doch keine Angriffsanimation. So, wie sieht es denn mit euch aus? Ihr macht mal richtig Schaden hier. So, dann weiß ich nicht, sollen wir die wirklich dafür dann abstellen oder sollen wir die lieber benutzen, um die hier zu töten? Ich glaube, dann benutzen wir die lieber, um mal hier oben aufzuräumen, ne? Baumriesensynergie! So, und ihr könnt dann hier mal den Rest ausrotten. Baumriesensynergie! Oh, und dann ist mein Lilith hier unten noch dran. Oh, stirb, du gehörst nicht in diese Welt. Das war jetzt nicht so schwer. Stufenanstieg! Linus Gloria hat ein Level angestiegen. Gloria ist tot! Scheinbar sterben Helden nicht mehr, sondern sie werden tatsächlich in die Stadt zurückgeschickt, wenn man so besiegt oder sowas. Ist ja weird. Okay. Dafür gab es früher das Retreaten. Wenn man nicht retreatet, das war der Held halt tot. Silin, ihr Sieg. Ja, das ist schön. Ja, ja, er hat mit seinem Becken gerammt. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Wood Freak, lieber Moloch. Wood Freak. Wir haben auf jeden Fall einen Talentpunkt erhalten, das heißt, wir können hier mal wieder und so. Zorn der Natur, Belebung, die Fähigkeit, Erneuerung der Baumriesenmutter gewährt allen ausgewählten Kreaturen zusätzlich plus 2 Zugweite und plus 10 Initiative. Die Fähigkeit Erneuerung der Baumriesenmutter. Haben wir die Fähigkeit Erneuerung der Baumriesenmutter und was genau ist Erneuerung der Baumriesenmutter? Oder ist es was, das die Baumriesen können? Wir haben noch keine Baumriesen gebaut. Ich meine, jede Runde werden alle Feindkreaturen 50 Schaden Erde für jedes Mal auf ihnen zugefügt. Oh, wie nützlich. Wir nehmen einfach mal Belebung und gucken mal, was das genau macht und ob das uns irgendwie hilft. Ich bin etwas verwirrt, was die Fähigkeit, die wir gerade genommen haben, überhaupt tut. Aber yay. Da haben wir noch einen Stein der Erleuchtung. Erfahrung ist immer gut. Und eine neutrale Armee, die hier vorne rumguffelt. Oh, die wollen abhauen. Was ist denn hier los? Nee, sie möchten sich euch kostenlos anschließen, aber... Troglodyten, Schattenwölfe, Golems... Was ist... Kann ich vielleicht... Okay. Also die hier würde ich vielleicht nur... Die sind auch schwach, ne? Was habt ihr denn? 21, 4, ja, kommt halt mit, ihr seid Kanonenfutter für den Kampf. Wollt ihr sie wirklich im Stich lassen? Oh, das Drama. Ja, ich will sie wirklich im Stich lassen. Alle, geht sterben. Kristallkarawane. Du gehst in die Stadt, noch 2 Tage bis zum nächsten Tag. Wir können Mondrehe bauen. Ja, wir haben tatsächlich die Klingentänzer hier noch nicht abgegradet. Aber das Problem ist, dass die Klingentänzer, die wir dabei haben, auch nicht abgegradet sind. Der Skillstufe weiter oben bei Noviz ist der mit den Malen gewesen, was wir Male hinzufügen, was die Maler eigentlich machen. Ich denke mal, wir bauen mal eine Mondlichtung. Können wir uns auch nur so gerade eben leisten. Neue Kreaturen! Können jetzt auch noch Mondrehe bauen. Leider nur 2 pro Woche, also nicht sonderlich viele. Mondrehe sind auch nicht gerade die stabilsten Kollegen, wenn ich das so sehe. Das sind halt Mondrehe. Will man schon von einem Mondrehe erwarten, ne? Runde von Player 2. Wir erkunden erstmal die Unterwelt weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Kann man hier irgendwas angehen?
triviale Armee von Goldrehen. Drachennexus nehmen wir auch mit. Trivial, aber nicht genügend Bewegung. Schade. Okay. Wollen wir heute irgendwas bauen oder sparen wir lieber unser Gold auf? Was machst du denn? Elitebehausung, Ausbau, steigert die Vermehrung der Mondrehe und Sonnenhirsche um plus 2 pro Woche. Oh. Kriegen wir ein paar mehr davon. Was brauchen wir hier zum Ausbauen? 9000! Oh ja, das ist... 3 Skills? Was genau meinst du? Also, wir haben hier das... Dieses Mal des Rächers, die Behinderung, das schnelle Nachladen. Und dann haben wir Rache der Naturnovize an sich, was uns halt die Geschichte mit den Malen gegeben hat. Dann haben wir Experte, was einfach nur gemacht hat, wir können jetzt 2 Male hinzufügen. Und halt die Belebung. Die Belebung erzählt mir halt irgendwas von Erneuerung der Baumriesenmutter. Und ich denke mir, was? Erneuerung der Baumriesenmutter? Was? Momentan vermute ich noch, dass... Das entweder dann der Skill ist, den wir haben. Wir sehen ja andauernd irgendwas mit Baumriesen auf unseren Kreaturen. Schattenstahl aus unterirdischem Gummi, juhu. Außerdem, oder es ist einfach nur ein Skill von den Baumriesen, die wir halt noch nicht bauen können, weil wir haben noch keine Baumriesen. Drachennexus. Nicht besucht. Sei denn, hat Mana-Erhöhung erhalten. Okay. Trivial. Schnellkampf, Schlacht beginnen. Was sagt denn der Schnellkampf? Labor! Der Schnellkampf sagt... Minus Meisterjäger, minus 3 Moloche... Nee, komm. Die KI hat in letzter Zeit nur Mist gemacht. Ich kämpfe lieber selber. Wir haben ja auch 8 Schattenwölfe, sind Giganten. Wow. Ja. Dann... Lilith, du kommst hier hin. Meister Sniper-Kollege, du kommst hier hin. Ihr kommt in die... Nee, Moment. Moloch kommt hier hin, du kommst hier hin. Diese Wölfe nehmen zu viel Platz ein. Ja, passt. Schlacht beginnen. Also machen wir eine inspirierende Aura und wir haben Baumriesen-Synergie. Haben wir noch nie gesehen. Ja, dann schauen wir erstmal, was die Sonnenhirsche hier eigentlich schönes können. Inspirierende Aura. Ah ja, das ist der Effekt der Sonnenhirsche gewesen. Also Sonnenhirsche sind Supporter. Inspirierende Aura. Man sieht auch die Buffs und Debuffs hier drin. Das ist sehr nützlich. Schmettern gegen Glückstreffer dieser Kreatur ist keine Gegenwehr möglich. Okay, Sturmangriff. Ich hab vorher lesen können. Der steht da oben, aber geil, der Kyser. Der ist mega eingemauert von der Stage. Auch der Typ da vorne hat ziemliche Probleme. Dann machen wir mal einen meiner Lieblingsspells und boxen hier einfach mal einen Schneesturm hin. So machen wir mal. So, dass jeder da möglichst durchlaufen muss, beziehungsweise schon drin steht. Ja, machen wir hier mal hin. Schneesturm. So. Erstmal Slow für alle und dann snipen wir erstmal den Magma-Elementar da vorne, weil der ranged ist. Rache der Natur! Und nochmal bitte. Tot! Sehr gut. So, damit sind wir den einzigen Range-Typen schon mal los. Wo willst du hin, KI? KI da oben ist eine Sackgasse. KI, KI, du machst da Unsinn, KI. Ich will dich nur vorgewarnt haben, KI, du machst ziemlichen Unfug. Okay, dann wollen wir denen da erstmal den Weg versperren. Du gehst mal hier hin. Loch, du bleibst hier stehen. Er ist dran. Tötet 1 bis 2. Oh, nice. Wollen wir das riskieren? Riskieren wir mal. Bams, 2 tot. Gute Arbeit, Team. Klingt, Kerle sind zum Glück ziemlich stark. Dann kannst du mal ein Stück vorrücken. Sie snipen auf die Kämpfe, weil der Hirsch da gerade in eine Sackgasse gerannt ist. Das ist schön. Ja, der Wolf hat da vorne leider nicht viel Platz. Du kannst auch mal auf den da hinten snipen. Nice, beide tot. Gute Arbeit, Team. Runde 2. Nochmal, wie hat die KI hier überhaupt Tode gehabt?
Oh, du stirbst und dann snipe man mit der Balliste hinterher. Bams! Nochmal! Oh, er hat schnell geladen. Er hat nicht lange gebraucht, um tatsächlich den nächsten Angriff mal zu laden. Ey, wir können angreifen. Tötet einen. Auf ihn mit Gebrüll. Luckshot! Wir haben eine 6 gewürfelt. Gute Arbeit. Verluste? 0. Stufenanstieg.